Wieso du keine Dienstleistungsagentur gründen solltest. Hi, mein Name ist Bastian Diers und auf meinem Kanal hier geht es ums Geld verdienen und darum, mit dem Geld möglichst sinnvolle Dinge anzustellen. Und die Aussage, die ich jetzt gerade zu Anfang gebracht habe, die dürfte manchen Leuten etwas spanisch vorkommen. Denn normalerweise, die Leute, die mich schon ein bisschen kennen, die es wissen, ich bin selber Agenturinhaber, ich habe eine Agentur vor mehreren Jahren gegründet und habe sie mittlerweile erfolgreich in Personal und guten Umsätzen skaliert. Wieso sage ich jetzt also, dass ich euch nicht rate, eine Agentur zu gründen? Vor allem, wenn ich ganz viele Videos habe, wo ich genau das Gegenteil sage, nämlich, dass ich euch auf jeden Fall raten würde, eine Agentur zu gründen, weil es ein super lukratives Geschäftsmodell ist. So, und zu dieser Aussage stehe ich natürlich weiterhin und meine ich natürlich weiterhin auch so. Es gibt nur einen einzigen Punkt, den ich mal ansprechen möchte, weil ich natürlich auch viele Leute mitbekomme und natürlich die Szene auch so ein bisschen verfolge. Gerade in YouTube Deutschland gibt es ja so, ich sag mal, zwei, drei große Figuren, die eben über das Thema Agenturgründung etc. pp. Sprechen. Und hier sehe ich immer ganz viele oft diese Aussagen, ja, es ist relativ einfach und du kannst sehr viel Geld damit verdienen und in wenigen Monaten, Wochen zu ganz viel Geld. Und das ist alles gar nicht mal grundsätzlich falsch. Die reden ja da auch aus ihren Erfahrungen und die reden ja auch schon, da natürlich wollen die meisten auch eben ihre Coachings auch irgendwo mit an den Mann bringen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, habe ich nichts gegen. Das habe ich ja irgendwie auch dann selber mit vor, auch wenn ich jetzt dieses Coaching-Programm so noch gar nicht habe. Aber ich möchte, weil was mir ganz oft auffällt, wenn ich mir auch ein bisschen dann die Reaktionen in den Kommentaren angucke oder wenn ich mir Interviews angucke zu dem Thema, dass so ein bisschen falsches Bild teilweise auf Agenturen geworfen wird. Der erste Punkt, warum ich sage, gründe keine Agentur, wenn du an Folgendes denkst, nämlich, dass du im Prinzip hier mit wenig Arbeit sehr viel Geld verdienen kannst. Eine Agentur zu gründen ist nicht wenig Arbeit. Ich habe mal in einem Video beschrieben, wie ich eine Agentur gegründet habe. Und ich habe da ein Jahr gebraucht, 2 Jahre eigentlich mindestens, wenn nicht sogar fast 3 Jahre, also zwischen 2 und 3 Jahren, um eine Agentur wirklich richtig aufzubauen. Ja, ich habe nicht den smartesten Weg gewählt, ich habe mir jetzt vielleicht nicht die besten Coaches geholt, die besten Kurse geholt und so weiter. Ich habe einfach sehr, sehr viel selber ausprobiert, bis ich mich so richtig selber gefunden habe. Aber was ich interessant finde, ist, dass einfach ganz oft so gesagt wird, du kannst halt in wenigen Monaten einfach sofort irgendwie auf fünfstellig kommen und so weiter und so fort. Ja, ist machbar. Aber es ist viel Arbeit, dahin zu kommen. Wenn du nicht genau weißt, oder erstens, du musst sowieso erstmal einen Skill haben. Darüber wird mir eben auch zu wenig geredet. Du kannst nicht einfach nur so eine Agentur gründen und sagen, naja, ich kann zwar nichts, aber ich will eine Agentur gründen. Du musst irgendeinen Skill haben, der sich vermarkten lässt. Ja, ich habe hier eine Webseite mal aufgerufen, die habe ich auch schon mal gezeigt. Agenturfinder.com/Agenturtypen. Ja, da habt ihr mal eine Liste. Es sind 30 verschiedene Bezeichnungen von Dienstleistungsagenturen, die es so gibt. Und da könnt ihr euch mal gucken, welche Dienstleistungen der Markt anbietet, also auch eben der Markt irgendwie braucht als Dienstleistung. Und das Wichtigste ist ja erstmal, dass ihr irgendwas da drin könnt. Ihr müsst ja erstmal ein Skill haben, damit ihr das Problem von einem Kunden lösen könnt. Weil das ist der einzige Grund, warum ihr eure Agentur habt. Ihr wollt ein Problem lösen von eurer Zielgruppe. Ja, wenn das kann Neukunden sein, digitale Sichtbarkeit, was auch immer. Und ihr müsst euch ja gucken, habt ihr in diesen Bereichen, die hier eben aufgelistet sind, habt ihr da irgendwelche Skills drin? Und wenn ihr sagt, nein, habe ich nicht, dann ist es schon mal ein bisschen schwieriger, weil ihr müsst euch erstmal so ein Skill aneignen. Das ist zwar heutzutage nicht mehr schwer. Durch YouTube, durch Blogartikel, durch Online-Kurse, durch Coachings, das geht, alles wunderbar, aber es braucht erstmal Zeit. Ja, und erstmal neues Wissen anzueignen, ist schon mal nicht einfach. Deswegen ist ein Agenturstart, eine Agenturgründung erstmal grundsätzlich nicht unbedingt einfach, gerade wenn ihr vielleicht noch gar nicht die Skills habt dafür. Und dann ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, die Theorie, das Gelernte in die Praxis umzusetzen und zu sagen, okay, jetzt betreue ich ja wirklich mal einen Kunden auf einem hohen Niveau, dass ich eine gute Arbeit leisten kann. Ja, das sind ja schon mal die Dinge, die nicht einfach sind. Ja, und jetzt, wenn ihr sagt, okay, ich habe Erfahrung in diesen Bereichen, wunderbar, aber auch dann müsst ihr wieder Projektarbeit und Kundenarbeit lernen. Vielleicht habt ihr schon als Freelancer gearbeitet, auch wunderbar, dann habt ihr auch schon mal eben viel mehr Erfahrung, aber ihr trotzdem ist nochmal ein Agenturmodell ein anderes, weil ihr dann eben nochmal ganz andere Vorgehensweisen habt und ihr eben, wenn ihr auch von Freelancing-Plattformen runterkommt zum Beispiel, müsst ihr auch dann eben für einen Kunden selber sorgen, sprich, ihr müsst euch mit Vertrieb und so auseinandersetzen. Das sind ja keine einfachen Bereiche. Ja, das heißt also alleine schon mal die Wissensvermittlung, die Wissensaneignung und dann natürlich das Wissen in die Praxis umsetzen. Das sind schon mal nicht einfache Dinge. Und dann ist es natürlich so, und da habe ich gerade so ein bisschen ja schon drüber geredet, natürlich diese ganzen catchy Titel, gerade auf YouTube, so wie viel Geld man eben in Agenturen gründen kann und verdienen kann und so weiter. Auch alles wunderbar, schön und gut. Clickbait muss sein auf YouTube, damit man eben auch da die Klicks bekommt. Bin ich auch absolut für, mache ich selber. So transparent bin ich auch. Aber
Ihr müsst ja überlegen, wo kommt das Geld her? Und das Geld kommt von euren Kunden, die ihr in diesem Dienstleistungsbereich habt. Und woher kommen die Kunden? Tja, ja, dafür müsst ihr selber sorgen. Ihr müsst selber Vertrieb machen. Wenn ihr anfangt, eine Agentur zu gründen, habt ihr keine Zeit für Content-Marketing großartig und ihr habt auch kein Geld für bezahlten Marketing, weil ihr auch gar nicht wisst, wie ihr das überhaupt steuern müsst, damit es lukrativ wird. Das heißt, ihr müsst am Anfang erstmal Vertrieb machen. Ihr müsst den Telefonhörer in die Hand nehmen. Ihr müsst auf LinkedIn und sowas aktiv sein, auf Facebook, auf Instagram und mögliche Endkunden anschreiben, um dort drüber eben durch digitale Kaltakquise, durch Mailakquise, durch Telefonakquise Kunden zu generieren. Und wenn ihr das nicht macht, ja, dann sagt ihr, ihr habt keine Erfahrung, wie ihr Vertrieb macht, wie ihr Akquise macht, wie ihr gut verkaufen könnt. Wenn ihr euch sogar vielleicht gar nicht traut, ja, weil ihr das noch nie gemacht habt, und das ist am Anfang natürlich erstmal eine totale Hürde, das zu machen, ja, dann habt ihr erstmal gar keine Möglichkeit, an Kunden zu kommen, weil ihr auch noch nicht das Kapital vielleicht habt. Das heißt, erstmal auf den Schritt zu gehen, Kunden zu generieren durch Vertrieb, ist absolut nicht einfach. Und wenn man sich dann einmal traut, an Kunden ranzugehen, ist noch lange nicht gesagt, dass man jetzt schon dann perfekt ist im Vertrieb und Verkauf und wirklich viele Kunden auch generiert. Bedeutet also, diesen Schritt in Richtung Vertrieb und Sales zu gehen, Vertrieb, Akquise, Verkauf, ist absolut schwierig. Und deswegen ist eine Agenturgründung absolut nicht einfach. Vertrieb an sich, finde ich persönlich jetzt, ist nicht schwer, aber da muss man wissen, wie geht man am besten ran, wie überwindet man seinen Schweinehund und welche Strategien und Taktiken funktionieren denn auch gut da drin, dass man eben jetzt nicht stundenlang in vergebene Mühen steckt, werdet ihr beim Vertrieb sowieso, aber man kann natürlich einfach Strategien anwenden und gewisse Blueprints anwenden, die einfach gut funktionieren. Ja, deswegen, alles Agenturen gründen ist nicht schwer, aber auch absolut nicht einfach. Und das möchte ich einfach auf den Weg mitgeben, euch da draußen. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte eine Agentur gründen, weil ich jetzt das Bedürfnis habe oder das Gefühl bekommen habe, das ist ja alles so einfach und ich bin in kurzer Zeit sehr reich, ist es nicht. Wie gesagt, ihr müsst eine gute Fähigkeit haben, ihr müsst diese Fähigkeit gut in Projekten anwenden können bei Kunden, ihr müsst gut sein im Vertrieb, ihr müsst gut sein in generell Unternehmenssteuerung, ja, ihr müsst ja dann irgendwie auch versteuern, ihr müsst Buchhaltung betreiben. Irgendwann habt ihr so viele Kunden vielleicht, dass ihr mit über das Thema Angestellte denken müsst. Das heißt also, Personalverantwortung kommt mit rein. Auch nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Irgendwann müsst ihr dann natürlich dann auch, wenn ihr Personal habt, irgendwann über Bürogebäude nachdenken. Dann kommen Versicherungen auf euch zu, rechtliches, Mietverträge, Leasingverträge, vielleicht auch was auch immer. Dann seid ihr Unternehmer. Dann seid ihr nicht mehr nur selbstständig und sagt, hey, ich will morgen ganz viel Geld verdienen in meiner Agentur. Dann seid ihr Unternehmer. Und ein Unternehmertum an sich ist nicht einfach nur einfach, sondern es ist ein hartes Stück Arbeit und das bedeutet sehr, sehr viele verschiedene Dinge gut können und gut umsetzen. Und deswegen, ja, Agenturen absolut lukrativ, aber wer mit dem Mindset rangeht, das ist super einfach und ich werde in wenigen Monaten hier Millionär werden, der sollte keine Agentur gründen, weil er wird ganz, ganz schnell merken, dass dem nicht so ist. Und was passiert jedes Mal, wenn jemand ganz schnell merkt, dass er von seinen Erwartungen enttäuscht worden ist? Er gibt auf. So, deswegen nicht. Wer soll nicht eine Agentur gründen? Ja, die Leute, die mit falschen Erwartungen reingehen, weil die werden sowieso aufgeben. In der Regel zumindest. Deswegen hört mal vielleicht ein bisschen darauf, was ich euch hier sage. Schaut euch die anderen Videos mal auf meinem Kanal an zum Thema Agentur gründen und führen und skalieren. Kommt mal wieder auch neue Videos dazu. Hört euch gerne auch mal eben die anderen Leute hier auf YouTube an. Genießt den Content, aber immer mit Vorsicht, wenn sie eben zu reißerisch euch versprechen, dass ihr richtig reich werden könnt. Weil dann müsst ihr immer ein bisschen gucken, was steht dahinter und welche Tipps werden da wirklich gegeben. Und wenn die eben auch sagen, ihr müsst eben gute, harte Arbeit irgendwie auch abliefern und smart arbeiten vor allem. Und eben euch auf ein langfristiges Projekt einstellen und nicht auf so eine Eintagsfliege, wo ihr ganz viel Geld nur abschöpfen könnt. Dann sind das gute Hinweise, dann sind das gute Education-Content, sage ich mal. Und dann könnt ihr da auf jeden Fall sehr, sehr gut was rausziehen. Und dann habt ihr auch den richtigen Weg und das richtige Mindset zu sagen, jetzt gründe ich eine Agentur, um langfristig ein lukratives, solides, vernünftiges, digitales Business aufzubauen. Ich hoffe, das waren jetzt mal einfach ein paar gute Tipps. Wenn ihr vielleicht gar nicht so der Agenturtyp seid, dann schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da habe ich euch mal ein, zwei Links dagelassen, wie ihr relativ einfach Geld online verdienen könnt, ohne großen Aufwand und ohne große Vorkenntnisse und auch ohne Startkapital. Das ist auch ganz wichtig. Da könnt ihr gerne mal drauf gucken. Das wird euch vielleicht inspirieren. Und ansonsten gerne mal in die Playlist hier auf dem Kanal gucken. Zum Thema Agentur. Da packe ich alle Videos rein, wie auch dieses hier, wo ich auf meine Tipps als Agenturinhaber, als Langjähriger jetzt eben auch schon weitergebe. Wie gesagt, meine Agentur selber habe ich mittlerweile seit mehreren Jahren, auch mit Personal mittlerweile skaliert. Deswegen behaupte ich mal, ich habe ein bisschen Ahnung und weiß, wovon ich rede. Deswegen schaut da gerne mal rein. Das wird euch noch inspirieren und bestimmt auch noch weiterhelfen. Gerne einen Daumen nach oben für das Video, Kanal abonnieren. Das hilft mir sehr arg weiter. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos.